Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal ein kleines Spaßvideo. Wie esse ich denn eine Weißwurst und wie mache ich sie warm? Das wollte ich euch heute mal zeigen, ja. Als allererstes ist wichtig, dass man zu einer Weißwurst ein Weißbier trinkt. Das trinke ich nicht oft, aber zur Weißwurst ist es notwendig. Das ist hervorragend. Warum zeige ich euch dieses Video? Was soll denn der Schmarrn? Ich habe ein Stammrestaurant. Das ist die Gaststätte Großmarkthalle. Da sage ich jetzt mal schöne liebe Grüße an alle meine lieben Bedienungen, die da arbeiten. Geht's mal dahin. Da gibt es die besten Weißwürst weltweit. Nicht nur Münchens, nicht nur Bayerns, sondern weltweit. Wirklich, wirklich toll. Die waren so nett, haben mir so einen Löwentopf hier zur Verfügung gestellt, gestern, wo ich da war. Und weil ich so ein paar Preisen gesehen habe, wie sie sich mit ihren Weißwürsten ganz schön angestellt haben, wollte ich euch heute mal zeigen, wie man das richtig macht. Okay? Also, ihr kocht ein Wasser auf, ihr gebt eine Prise Salz rein, ist aber auch nicht nötig, je nachdem, wie gut eure Würstel sind. Ja? Prise Salz rein, Wasser aufkochen, Würstel reingeben, Deckel drauf, einmal nochmal anziehen lassen. Also gibt es einmal nochmal Gas mit der Hitze. Auf keinen Fall kochen. Ja? Also nur einmal Gas geben und jetzt ausmachen. Und jetzt stellt euch einen Wecker auf 12 Minuten und lasst die Weißwurst 12 Minuten lang ziehen. Ja, das ist mal das Erste. So fangen wir mal an. Wir sehen uns in 12 Minuten. 12 Minuten später, ich habe mir sehr schwer getan, das Bier nicht anzufassen, damit es nicht viel leerer wird, gell, und nicht leer ist, bis wir die Weißwurst auf dem Teller haben. So, jetzt gibt es ja die Weißwurst einfach hier in so eine Löwenkopfschale oder was ihr halt zu Hause habt. Ja, das ist natürlich sehr klassisch hier. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, aus Dekogründen noch ein bisschen Petersilie reinstreuen. Und jetzt fülle ich das hier mit dem heißen Wurstwasser auf. Kann ich euch eine sehr schöne Anekdote erzählen. Da saß ich in der Gaststätte Großmarkthalle und dann kam ein Sechsertisch mit Japanern. Die haben dann ihre Weißwürste gegessen und danach haben sie dann das Weißwurstwasser ausgesoffen. Das war sehr, 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 sehr lustig. Also wir haben sehr viel gelacht. So, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der große Fan von viel Werbung machen. Paar Produkte gibt es in Bayern, an denen führt kein Weg vorbei. Ja? Schade, dass sie mir nichts bezahlen, der Hendlmeier, aber es gibt zur Weißwurst nur einen Senf, Hendlmeier und sonst nichts. Deswegen habe ich den jetzt auch ausnahmsweise mal im Glas drin gelassen. So, da geben wir jetzt ein bisschen was hier auf den Teller drauf. Und dann ist es jetzt, als allererstes ist es mal wichtig, man tut sich jetzt nicht zwei Weißwürste auf den Teller und isst eine und dann die zweite, sondern man nimmt sich nur eine. Ja? Also ihr schneidet das jetzt, halbiert die Weißwurst. Und dann deckt ihr die Löwenkopfschale wieder zu. Wir wollen die ja heiß essen und nicht kalt. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Weißwurst richtig isst. Ich zeige euch jetzt beide erstmal. Ja? Es gibt einmal die feine Variante, das ist der sogenannte Kreuzschnitt. Das ist so, wenn ihr euch die Finger nicht schmutzig machen wollt und nicht zuzeln wollt, ja, dann nimmt man den sogenannten Kreuzschnitt her. Wie geht der? Beim Kreuzschnitt stecht ihr in die Wurst ein, ja? Dann schneidet ihr in so einem queren Kreuz runter. Geht es mit der Gabel raus, stecht innen ins Fleisch und dreht das Fleisch raus. Ja? Darauf kommt ein bisschen Senf und rein damit. Ja? Das ist der Kreuzschnitt. Beim nächsten, deswegen heißt es Kreuzschnitt, stecht ihr ins Fleisch ein, schneidet hier im Kreuz ein, in einem Dreieck und dreht wieder das Fleisch so raus. Ja? Das ist die etwas feinere Variante. Sehr fein. Bleibt manchmal ein bisschen was auf der Haut hängen, deswegen mache ich das nicht so gern. Was ich immer mache, zeige ich euch jetzt. Ich nehme die ganze Wurst normalerweise, halbiere die jetzt einfach. So. Eigentlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder die ganze Wurst nehmen und auszuzeln. Ja, das finde ich meistens am Schluss ein bisschen nervig, deswegen schneide ich die so in der Mitte durch. Und da, erstens mal hat es den Vorteil, dass sie so mehr Senf aufnimmt. Ja. Jetzt tauche ich die hier in den Senf ein. Und mache mit so ein bisschen Zähnen und Lippen, zuzle ich sozusagen das Fleisch da so raus. Ja? So sieht es dann aus. Und das ist eigentlich so die traditionellste Variante. Man kriegt ein bisschen pappige Finger, wenn man das macht. Aber es gehört halt nun mal dazu. Was man gar nicht macht, hier gehen schöne Grüße raus an meinen Freund Martin, den guten alten Elektriker aus Niederbayern. Der schneidet die Weißwurst nämlich immer gern halb auf.
und schält die dann so raus. Das finde ich ganz furchtbar, da wird er jedes Mal beleidigt. Martin, gell, hier, das macht man nicht. Also halbieren oder noch schlimmer ist, sie ganz zu schälen und dann schon ein Stück schneiden und dann nur noch so eintauchen. Ich meine, wir sind ja nicht in Amerika, gell. Also esst die Weißwurst so, wie ich euch das jetzt gezeigt habe. Jetzt gibt es noch, was kann ich euch noch zur Weißwurst erzählen? Warum ist die Weißwurst, und nicht rot? Weil die Weißwurst kein Nitritpökelsalz drin hat, der normale Salz drin. Und was ist da drin? Da ist der Speck drin und Kalbfleisch. Je mehr Kalbfleisch, desto besser die Weißwurst. Deswegen ist die auch so toll beim Wallner, weil der die selber macht im Keller. Die haben eine eigene Metzgerei unten im Keller. Ich habe noch keine bessere gegessen. Die gewinnen auch jedes Jahr den Preis für die beste Weißwurst. Was gibt es sonst noch zu erzählen zur Weißwurst? Früher hat man sie nicht vor 12 essen, nicht nach 12 essen sollen. Das hat damit zu tun gehabt, dass das Brät immer roh war. Und deswegen hat man das nicht so lange aufheben sollen, weil das halt so schlecht geworden ist mittlerweile. Also ich lege da keinen Wert mehr drauf. Das ist halt noch so eine Touri-Regel. Gell? Dass man das 12 Leuten darf die Weißwurst nicht gehört haben, sagt man dann auch. Aber das ist mir wurscht. So, jetzt als nächstes kommt mal der Linus hier rein, weil ich wollte euch den ja schon immer mal vorstellen. Das ist der Mann an der Kamera und dem habe ich heute ein paar Weißwürste mitgebracht. Linus, geh mal her jetzt. Sind wir auf der Totale, so. Sehen Sie uns denn auch, ja. Wenn du sprichst, Servus. Hier rein, gell? Nicht vergessen. Mhm. Und jetzt lassen wir uns das mal schmecken, wir zwei. Mach mal. Ihr wollt ihn ja schon immer mal sehen, da ist er. Sitzt, steht normalerweise da in der Ecke und drückt die schönen Videos für uns durch. Erstes Mal, Prost. Prost, Sanja. Also, lasst es euch schmecken. Hm. Was ihr auch nicht machen sollt, ist das, was ich jetzt gemacht habe, die ewig auf dem Teller liegen lassen. Weil da wird sie außen trocken und dann lässt sie sich nicht mehr gescheit zuziehen. Mmh. Boah, hervorragend. Man darf übrigens seine Finger hernehmen. Das ist bayerisches Kulturgut, gell? Nicht, dass ihr wieder drunter schreibt, das kann man doch nicht in die Hände nehmen. Doch, kann man schon. Muss man sogar. Ihr wollt uns ja jetzt nicht beim Spachteln zuschauen. Wir zwei essen jetzt mal fertig. Lassen es uns gut schmecken. Lasst doch ein Abo da, ein Like, wenn euch dieses tolle Video gefallen hat. Das war eher so ein bisschen so ein Späßchen, aber muss auch mal sein. Kommentiert fleißig drunter, erzählt euren Freunden von uns. Und wir sehen uns bald wieder bei der Cook. Ciao, Servus.